Ich habe nicht gesagt göttlich, ich habe gesagt halbgöttlich. Ja, was ist an dir bitte göttlich? Das ist. Das, bei dir ist nicht mal halbgöttlich irgendwas. Also schon allein meine geile gelbe Klamotte. Ja, die du gerade von mir bekommen hast, toll. Und vorher die weiße, da war ich ganz göttlich. Jetzt bin ich nur halbgöttlich. Ohne mich hättest du sie gar nicht. Geh auf die Knie und danke mir. Ohne dich? Ohne mich hättest du diese gelbe Klamotte jetzt nicht, ja? Ich hab sie dir gegeben. Ich habe dein Leben verändert. Du hast mich drei Punkte Angriffskraft gekostet. Sieht ganz schön beschissen aus mit dem Helm. Ja, ich will auch eigentlich keinen Helm. Das sieht voll kacke aus. So, habt ihr das mal von nahen gesehen? Zack, 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 zack. Sieht zwar schon irgendwie ganz schick aus, wie er das Schwert hält, aber... Ich bleib bei zwei Handwaffen. Zwei Einhandwaffen. Spinny, oh, mein Headset rutscht, Ah! Klebst fest, Heißkleber hilft. Ja, Mann, hab ich nicht. Ihr wart mein Blut. Ihr werdet. Ja. Wie sie einfach, nichts mehr ist, ne? Ja, wir sind schon zu stark. Hey doch! Dann müssen wir halt die Schwierigkeitsstufe hochstellen. Ja, noch nicht. Ich nehme nämlich der 300 von den. Hast du noch Plätze im Inventar? Ja. Mal gucken, wer er in der Stadt ist. Yeah. Was ist das denn für eine Rose, Alter? Sieht sehr merkwürdig aus. Hier schauen wir, ob die dir was bringen. Oh, die haben mir was gebracht. Die hier? Die komischen Hotpants. Oh, die nehme ich auf jeden Fall. Weil die zwar ein bisschen Angriffskraft. Ein bisschen ist gut, ganz schön Stück sogar. Mal ordentlich Rinnierschüsse. Aber dafür kriege ich endlich mal ein bisschen Lebensregeneration, wobei ich die jetzt glaube ich auch schon wieder Adios sagen kann. Insofern kannst du dann doch behalten. Ich hab dann doch ein Amulett. Da will man nicht mal was Gutes tun und dann sowas. Ich hab dann doch ein Amulett gefunden, noch im Inventar gehabt, was mir was bringt. Hauptsache erstmal drei Pläne. Ja, hab ich auch. Heilschuss, Schattenschwur und, oh Gott, das ist ein Daibo, Zeremonienmesser und Bogen, toll. Kann schon die Knochenmauer als Schild herstellen. Ja, kann ich auch, aber kann ich erst mit 23 tragen. Das ist noch ein Level. Da geht Daibo habe ich auch, also den würde ich ja wahrscheinlich sogar mal tragen, weil der hat wenigstens Angriffsgeschwindigkeit drauf. Aber den kann ich erst in zwei Leveln kann ich den erst tragen. Oh no. Ich habe noch eine mächtige Zweihandwaffe für einen Barbar als Plan gedroppt. Und ein Zeremonienmesser. Okay. So, wunderbar. Dann geht's weiter nach Akt 1, würde ich sagen, oder? Ja. Felder des Elends? Gucken wir mal, was nehmen wir denn? Ich würde sagen, diesmal fangen wir mit dem Skelettkönig an. Mit dem Skelettkönig? Ja, immer mal was anderes zuerst. Alright. Dann gehen wir Skelly-König besuchen. König Skelly. So, ich habe jetzt schon mal einen legendären Gegenstand im Inventar. Was? Ja, vom Schmied. Oh, nicht lang ein Spiel. Das gibt's auf die Fresse. Oh, Randale. Randalieren. Tita, erhebt mich in alles zerstören, was mit rein hier auf dem Baum ist. Juhu!
denn? Ist ein Buch, by the way? Ja, ich habe hier gerade ein Rad neu, ein Special. Wir sind soeben in Tristram. Das hättest du mir aber schon mal eher sagen können. Ich muss sagen, den habe ich jetzt gerade auch erst gesehen, nachdem ich ihn in die Ecke gedrängt habe. Diesen Ort kann ich nur als provinziell beschreiben. Achso. Von Bauern, Tölpeln und einem alten Bock noch lebt er. Das dem König von Kanduras. Ja, ich hab mir auch schon einen Mom gebracht. Wo ist denn ein Buch? Nicht, warum Lazarus so darauf bestanden hat, schräg rechts unten. Dies unser neuer Regierungssitz wird. Ist ja schon eine Elite-Truppe. Warum hast du nicht getötet, was hier doch lebt? Weil da nichts lebt, das sind Skelette, die sind tot. Ja. Dieses Monster wird sterben. Ihr wagt es, das Lebensgarne in mein Grab zu tragen. Tot. Ja, komm, laber nicht so viel. Wir wollen hier Party machen. Bro. Okay, wir sind jetzt wirklich schon ein bisschen stark, beide. Und ich glaube, beim nächsten Aufnähmchen können wir dann doch schon etwas höher gehen. Ja. Bam, Tür auf! Jetzt eigentlich nur noch schnell die nächste Level erreichen, dann ich endlich... Zimmer Service! Oh, kein Buchstände. Was ist das denn? Zerstören! Doch es darf nicht mir gehören, denn ich will ein guter Junge sein. Muss man mit den Worten von Rammstein zu zitieren. Ja. Können wir mitmachen! Come on! Yeah! Party! So, du, guck mal hier hinten. Nix. Doch, Objekte zum Zerstören. Ich mag den Klang so clear. Oh, ich habe eine Horte draus gedroppt, glaube ich. Stand da irgendwas von... Ich konnte es nicht so schnell lesen. Was hast du gedroppt? Ich hab den Ehrensturm bekommen. So. Und ich habe eine hortige Route gedroppt. So, gib mal nein. Mal einen Kaffee mit ihm trinken. Der soll mir mein Level abgeben. Das kannst du nicht, ich kann das von unten. Hey Bro! Kann Gold aus Ohren rausprügeln. Oh, mein Auge juckt gerade biestig. Das ist sehr uncool. Du wahnsinnige König von Tristram. Wenn die Skelette kommen, bitte nicht gleich die Skelette töten. Ich will die erstmal bluten lassen, dass der Typ drinne steht, idealerweise. Also lassen wir zurückkommen. Geht nicht, bin eingekesselt. Ich will die Dinger erstmal töten, bluten lassen. Ja, was soll ich machen? Keine. Das ist scheißegal, das kannst du später bei Belial oder so machen. Keine Flächenangriffe, sag ich dazu nur. Mann. Taktik, schneller. Schöne Taktik. Ich will keine Tic-Tacs. Ach, gucken wir uns mal den königlichen Nachttisch an, den kenne ich noch nicht. Das ist bei der Königin Arane unten. Ich will nicht mal in Ruhe angucken, was ich gedroppt habe. Kannst du. Königlicher Nachtisch? Boah, hätte ich jetzt auch gern so ein schönes Tiramisu oder so mit Erdbeeren. Ich habe langsam wirklich Hunger. Ich glaube, wir müssen gleich mal kurz so, ne, so stopping. Ich was essen gehen kann. Königliche Kokons zerstören. Alright. Am Ende ist es dasselbe wie immer. Immer töte, aktiviere. Spaß. Wow, aber in jedem Kokon ist jetzt wahrscheinlich was drin. Das ist wie ein Überraschungsei, nur dass die Schokolade fehlt. Inventarvollstopfung inklusive.
Aha. Auch noch ein paar Prozente. Ich gebe mein Bestes. Das bringt mir aber nichts, wenn du dein Bestes gibst, weil davon habe ich auch keine mehr Erfahrungspunkte. Hast jetzt davon. Ich mache schon das, was ich kann, die XP zu machen. Du bist so undankbar. Jetzt mal oh, ein Gefangener, den ich befreit habe. Läuft. Trennen wir uns mal kurz für diese Quest. Ich bin weiser geworden. Geht schneller. Ja, ich krieg hier gleich das volle Programm. Ich krieg das volle Programm in Form von einem Goblin und ich... Nein, warum hast... Der war im Karton, im Kokon. Im Kokon. Ja. Schaffst du es, ihn zu töten? Wahrscheinlich eher nicht, weil ich aufgehalten werde durch Spinnen. Ja, ist doch nicht so tragisch, wenn er uns, wenn er entflieht. Klappen. Ich bin einfach zu. Dann bleib mal bitte kurz da stehen, bis ich hier fertig bin, weil dann muss ich mir meine Sachen abholen kommen. Sonst finde ich das ja nie, wo du warst. Eine würdige Herausforderung. Ich bin noch nicht so weit. Ich bin auf dem Weg. Lauf nicht weg. Oh Gott, ich sehe es. Das ist hier veranstaltet. Das war der Goblin da hier hinten. Ja, ja. So, sind wir schon fertig hier. So. So, ich habe soeben die 800, fast die 900 Schaden erreicht. Glückwunsch. Du? Bist du wahrscheinlich auch schon in der Nähe. Nee, ich habe gerade mal 300. Okay. So, Heilen der Agonie, das verfluchte Balk. Du mit deinem im Uhrzeigersinn. Ist mir egal, ich will den Balk jetzt mal ein paar auf die Fresse hauen hier. Ich bin bei 880 Schaden jetzt, Alter. Warum machst du so viel Damage, ey? Ist ja ekelhaft. Aber sich über mich beschweren, weißt du? Dann wundert nur so, ja, das ist voll einfach. Über das Anwesen gelegt, das wir nun das unser wird, nennen. Das wird ja dann auch wieder der Fall sein. Jedoch scheint sich in unserer neuen ja, aber ich bin ja noch gar nicht so stark. Das wird ja, ich meine damit eigentlich, das wird ja mir Fall sein, dass du ja auch mal zwischendurch wieder bis Level 70 oder so wirst du auch wieder irgendwann stark vorbeiziehen. An mir. Nee, nee, das wird dauern. Ich hab ja nichts, oh, yeah! Danke dir. Hä? Oh, ich wusste es, du dreckiger Bastard, ey. Ich wusste es haargenau, dass du wieder der erste Sack bist, der was Legendäres droppt. Ich wusste es. So, lass es mich aber erst angucken, bevor wir das hier starten. Nee, das kannst du knicken. Nein, lass mich angucken. Am Arsch, Junge, am Arsch. Es war so weit an meinem Arsch, dass du schon gar nicht mehr hinkommst. Das Ding ist scheiße. Vielleicht kannst du damit das anfangen. Jetzt heult er auch noch rum, das Ding ist scheiße. Ich bin trotzdem nicht traurig, das bekommen zu haben. Ja, ich kann damit was anfangen. Darf ich es behalten? Ja. Dankeschön. Das bin ich bei 488. Ich bin bei 1078. Alter, jetzt komm hier. Fick dich einfach. Ey, Typ, ne? So unglaublich, ey. Das ist verschlossen. Und zwar im Sinne von so, ich möchte ihn töten. Pam, Stufe 4. Es geht hier gerade Schlag auf Schlag mit dem Level, Alter. Mein Geist wird stärker. Es geht hier geradezu wie auf dem Briar. Sollte uns mal aufteilen und nicht immer beide auf dieselbe Seite rennen. Ja, dann hör doch auf, mit hinterher zu rennen. Du rennst vor mir weg. Du rennst halt in meine Richtung, die ich will. Ich renne überhaupt nicht in deine Richtung. Lauf dir gar nicht hinterher, du läufst musst in dieselbe Richtung gehen wie ich. Kann ich ja nicht. Du bist hier voll der Stalker, Junge. Alter. Ich muss danach aber mal kurz in die Stadt. So, die Aufgabe war mit Bravour gemeistert. Noch den Rest hier gerade umnutzen. 181 ging da, sehr schön.
So, und jetzt muss ich in die Stadt. Bis gleich.